Verzeihung, den hast du gerade fallen lassen. Nein, der gehört mir nicht. Ja, ich weiß. Ich hatte nur einen Vorwand gesucht, um dich anzusprechen. Ausgesprochen hübsch. Woran du arbeitest, natürlich. Also, neuer britischer Schüler. Wie nah aneinander liegen eigentlich die Länder Britisch und England? Das ist dasselbe Land. Und es heißt eigentlich Britannien, nicht britisch, nicht wahr? Ich weiß, ist nur echt lustig, wenn Menschen versuchen, dummes Zeug zu erklären. Apropos dummes Zeug. Okay, die Pinsel in die Halfter, Hombres. Ich schätze, ihr habt alle lauter neue Werke für das Kunstmatch. Finkel, MacGruder, zeigt mir eure Werke. Das Kunstmatch ist bescheuert. Nur weil Mr. Larry Ted ein Bild auswählt, muss es nicht gut sein. Ich meine, sieh dir an, was er für Sachen trägt. Was die Kleidung angeht, wird seine Mutter das letzte Wort haben. Oh, gar nicht so schlecht, neuer britischer Schüler. Du darfst in mein Team. Mein Name ist Mason Greyback. Mason Greyback? Das klingt wie der Name eines Gameshow-Moderators. Mason Greyback, ich nehme Britannien für 1.000. Oh, deine Frage lautet, du bist ausgesprochen bezaubernd. Was hältst du von mir? Die Zeit ist um. Fertig und Kunstmatch. Okay, Segelboot plus Mond plus Eule ergibt geheimnisvoll. Aber 12 Kätzchen schlagen geheimnisvoll. Die Kätzchen gewinnen. Segelboot plus Mond gehen unter. Ich bin ja erst seit letzten Donnerstag hier, aber er scheint sich gern wie ein Cowboy zu geben, nicht wahr? Und er steht auf Katzen. Bei uns sagen wir Kittykätzchen. Okay, Kittykätzchen. Ich wollte nur hören, wie du das sagst. Wollen wir später zusammen Tee trinken? Dann kannst du mich noch mehr lustige Sachen sagen lassen, die dich zum Lachen bringen. Okay. Aber falls Tee trinken nicht für Date steht, wäre mir das wirklich sehr peinlich. Und deine feine Art zu sprechen macht auf Mädels keinen Eindruck. Doch sogar sehr. Gegen Kätzchen hat niemand eine Chance. Nächstes Mal komme ich mit einer MacGruder-fressenden Katze. Und dann wird er den Kuss aufgeben. Dreams, because everything is not.